Mahlzeit zusammen. Ich bin jetzt unterwegs von Bad Schwartau Richtung Lübeck. Es ist schon Nachmittag, aber das Wetter ist, ist trocken. Ist fast durchgehend sonnig, nicht sonderlich warm, aber schön zu fahren. Also ab nach Lübeck. Ja, jetzt bin ich schon in Lübeck angekommen, musste direkt links abbiegen Richtung Zentrum, entlang des Zentralklärwerks. Und naja, ist halt Klärwerkluft hier, ne? Jetzt mal schauen, da stand noch 5 Kilometer bis zum Zentrum, glaube ich. Ah, ist auch egal, in diese Richtung geht's auf jeden Fall. Manchmal ist man in so einem Industriegebiet überrascht, wie ruhig es hier ist. Vogelgezwitscher, alles grün. Ist auch eher die Ausnahme. Zumindest werktags, denke ich mir mal. So, hier geht's links zum Nordlandkai und nochmal 4 Kilometer Richtung Zentrum. Aber dort sieht man schon so einen Teil vom Hafen, von der Kirche hinten. Ah, schön. Ja, wenn man da so dieses Lager aus Lübeck sieht zum Beispiel und dann direkt daneben kommt sowas hier. Das wird wahrscheinlich mal irgendwie Industriellen gehört haben oder gehört das auch noch, das weiß ich nicht. Aber ist immer ja, ein sehr krasser Gegensatz, wenn man dann rechts und links davon sieht, was da so ist. Aber trotzdem sehr schön. Ich muss erstmal Luft hier wieder drauf machen. Ich hatte sowohl vorne als hinten nur noch 3 Bar. Das ist mir deutlich zu wenig. Ja, so ist besser. Hier entstehen Studentenwohnungen. So lässt es sich doch leben, oder? Das macht doch echt einen klasse Eindruck. Direkt neben der St. Martin Kirche hier. Von dieser Brücke aus hat man einen wunderschönen Blick meiner Meinung nach auf Lübeck. Und zwar in alle Richtungen. Ja, wenn man jetzt hier runterrollt, ist natürlich eine klasse Aussicht. Ich weiß gar nicht, was ich da teilweise groß zu sagen soll. Ich finde es einfach nur immer wieder schön anzusehen. Mit den Wasserspiegelungen dieser hanseatischen Bau. So, ich konnte vorhin nicht weiterfilmen, weil ich irgendwie ein technisches Problem mit der Kamera hatte. War jetzt bei Saturn und der hat da irgendeine Reihenfolge gedrückt. Und siehe da, jetzt funktioniert wieder alles. Hier schöner Blick auf das Holstentor mit den beiden Kirchen im Hintergrund und der Altstadt. Guten Morgen aus Lübeck. Dem einen oder anderen wird auffallen, dass die Lichtverhältnisse gegenüber dem Holstentor, was ihr vorhin gesehen habt, ganz anders sind. Das liegt daran, dass ich gestern abbrechen musste, wollte, durfte, wie auch immer. Und jetzt heute Morgen auf eine neue Runde in Lübeck starte. Die Sonne kommt auch langsam durch. Es ist ja 9 Uhr. 7 Grad. Aber trocken. So, und hier von der Brücke hat man nicht nur eine schöne Sicht auf die Marie, sondern auch auf die verschiedenen Kirchtürme, das Holstentor und die typischen hanseatischen Bauten. Jetzt geht es erstmal hoch in die Stadt, hier an diesem Weinkontor vorbei oder auf der rechten Seite das Zaubertheater. Einfach klasse. Ja, jetzt habe ich gerade diese Gasse gesehen. Ich wollte zwar eigentlich den Berg erst komplett hoch, aber oh, ja gut, hier schaukelt es jetzt extrem mit dem Kopfsteinpflaster. Aber das wirkte so einladend. Egal wie sehr es wackelt. Leider sind diese Gassen hier sehr eng, dadurch, dass man gar nicht so gut filmen kann. Aber jetzt ist die Sonne noch davor. Ach, geht aber, ne? Nur einmal hier kurz so einen Schwenk über die Straße. Ich würde es
gerne noch besser einfangen, aber wie ich schon so oft gesagt habe, das, was man so sieht, kann man mit der Kamera halt nicht einfangen. Aber ist beeindruckend. So, hier ist noch einmal die Sankt-Marien-Kirche. Und direkt gegenüber ist Deutschlands ältestes Verlags- und Druckhaus. Seit 1579. So, hier vor mir sieht man das Buddenbrook-Haus. Das gehörte den Großeltern des Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann. Für die, die es interessiert. Und hier schön zu sehen das historische Rathaus. Hier nochmal von der Seitenansicht. Guckt euch einfach mal diese Bauwerke an. Das ist echt unglaublich. Dort oben sieht man schön, wie das Ganze eher verfließt, verkachelt ist. Also der älteste Teil hier vom Rathaus ist von 1230. Das muss man sich mal vorstellen. Und diente dann als Vorbild für die anderen Rathäuser der Hansestädte. Ja, von hier hat man noch mal so ein bisschen die Möglichkeit, diese filigranen Bauten zu sehen. Jetzt von der Innenseite des Rathausplatzes bekommt man noch mal einen besseren Eindruck von dem ganzen Objekt. Von der Marienkirche natürlich auch, die ich jetzt mit zeigen werde. Ja, hier vor mir haben wir jetzt einen Blick auf die St. Petri-Kirche. Und hier einmal die Frontansicht. St. Petri. Einmal hoch auf den Turm. Man muss den Lift nehmen, da die Treppe momentan gesperrt ist, weil sie nicht mehr sicher ist. Aber so einen Blick über Lübeck wollte ich mir nicht nehmen lassen. 4 Euro Eintritt ist auch okay. Denke ich. Ja, hier haben wir noch mal einen Blick in den Kirchensaal. Und so sieht es aus, wenn man aus dem Aufzug rauskommt. Und da geht's weiter. Ich lasse jetzt mal kurz laufen und nehme euch direkt so mit hoch. Hier ist auch wieder frisch. Aber eine herrliche Aussicht. Auch runter hier. Das Holstentor von hier oben auch nochmal beeindruckend. Hier kann man natürlich jetzt in alle Richtungen filmen und fotografieren. Gefällt mir sehr gut. Hier schaut man wieder Richtung Stadtmitte und Rathaus. Und hier nochmal schön Richtung Marienkirche. Und hier der weitere Blick Richtung Hafen. Also wenn ihr hier in Lübeck seid, die Petrikirche hier, alleine schon wegen der Aussicht oben, ist definitiv ein Besuch wert. Des Weiteren gibt es da noch so ein kleines Café drin. Alle sehr freundlich. Also ich fand's gut. So, hier vor mir, das müsste jetzt der Dom sein. Weltklasse, ja.
Man darf nie vergessen, wie alt diese ganzen Gebäude hier sind und was für eine Baukunst dahinter steckt. Aber das Kopfsteinpflaster geht mir echt auf den Sack. Zum Gedenken an Heinrich den Löwen war übrigens dieses Denkmal gerade. Ja. Oh, da rechts mal eben noch gucken, wo es hingeht. Und dann schauen wir weiter. Zur Baustelle. Gut. Jetzt gibt es so ein, zwei Eindrücke vom Dominneren, wo ich wieder wenig dazu sagen werde. Sehr viele feine Holzarbeiten hier und ansonsten eher schlicht gehalten, was so Malereien oder ähnliches angeht. Dafür umso beeindruckender hier die Ruhestätten. Hier jetzt der Taufbereich. Nochmal mit dem Blick Richtung Eingang. Wunderschön. Das Einzige für meinen Geschmack zu modern ist die Orgel. Ich bin jetzt hinter dem Dom so gesehen am Mühlenteich und werde mal weiter Richtung Krähenteich fahren oder Krähensee. Eins von beiden wird richtig sein. Und hier ist die passende Mühle zu dem Mühlensee. Fahr da jetzt mal so mit euch dran lang. Ja, hier schon der Krähensee und jetzt muss ich mich gleich mal an irgendeinem Stadtplan orientieren. Mehr habe ich mir nicht gemerkt von der Route hier. Aber macht ja auch nichts. Weil geplant ist es immer ein bisschen, aber eigentlich ist der Plan immer vom Plan abzuweichen. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Hier am Kaisertor, das die Ursprünge im 13. Jahrhundert hat, ist nicht sonderlich gepflegt, aber jetzt auch nicht unansehnlich. Ja, der ist hier übrigens an diesem Krähensee. Ich werde jetzt mal die Brücke da kreuzen, denn auf der anderen Seite ist auch noch so ein schönes turmartiges Gebäude.
Ja, hier ist diese Toranlage, die ich gerade gezeigt habe und als nicht sonderlich gepflegt bezeichnet habe. Nochmal als Miniaturansicht. Das war das äußere Mühlentor. Und die Entstehungszeit laut dieser Tafel hier ist jetzt 1550 bis 1553. Nur noch mal zu nehmen, hier nochmal die Gesamtansicht. Ich weiß nicht, ob es an der Kälte liegt oder ob ich langsam verkalke. Also dieses hier ist dann das Mühlentor und nicht da drüben das an dem Krähensee. Nur noch mal zum Richtigstellen. So, ich fahre jetzt hier entlang des kleinen Parks Richtung Höchster Torallee. Ob es da noch ein Tor gibt oder nicht, werden wir gleich sehen. Jetzt bin ich hier in der Moltke Straße und auch ein Prachtbau neben dem anderen. So, hier kann man jetzt schön unten das Walkenitzufer sehen mit dem passenden Hafen. Das wäre es noch gewesen. Ja, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept, aber ist egal, sieht gut aus. Ich glaube, was mich viel fasziniert an diesen ganzen Städten hier, ist einfach diese Kombination aus Wasserläufen, viel Natur, tolle alte Architektur. Weil man, egal wo man hinkommt, immer wieder ja, was Tolles sieht, was einen irgendwie begeistert. Und das ist einfach eine Art von Urlaub, die ich gut genießen kann. Und schon ist das nächste Türmchen zu sehen. Leider steht hier jetzt nicht dran, wozu das mal gehörte. Da ist jetzt wohl ein Restaurant drin. Ich bin jetzt gefühlt die tausendste Gasse hierher gefahren und trotzdem sieht man immer wieder neue Ansichten von irgendwelchen tollen Gebäuden und Kirchen hier. Kennt ihr das schon? Das ist die Splash-Tour. Hier in Travemünde hatte ich einen Flyer von gelesen. Das ist also im Grunde ein Linienbus und gleichzeitig Amphibienfahrzeug, der hier die Stadtrundfahrt macht und dann irgendwo ja, hier in die Trave fährt. Ist eine nette Kombination und habe ich auch so noch nie irgendwo hier gesehen. Übrigens, hier an dieser Musik- und Kongresshalle liegt auch dieses Schiff Marie, was ich schon mal gezeigt hatte. Und das ist das Theaterschiff hier in Lübeck. Das hatte ich, glaube ich, da nicht erwähnt. Direkt vor mir seht ihr jetzt den Bahnhof. Finde ich auch klasse, aufgrund seiner Kupfereinlagen, wie den Vordächern und oben diese Türmchen. So, wieder hier unten am Wasser angekommen, möchte ich dieses Video für heute beenden. Lübeck hat mir unheimlich gut gefallen. Ich kann es nur jedem empfehlen, nehmt euch nur 2 Tage Zeit, weil ein Tag ist definitiv zu wenig. Ich war jetzt heute wieder fast 6 Stunden hier und bin mir sicher, immer noch nicht alles gesehen zu haben. Aber man ist auch irgendwann ein bisschen übersättigt. Ich werde jetzt zurückfahren Richtung Bad Schwartau und hoffen, dass ich noch trocken ankomme. So ein bisschen zugezogen mittlerweile. Aber das trübt das Ganze nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.